Hallo, mein Name ist Armin Schlüter, ich bin Biologe, ich leite die Ausstellung der Botaniker und jetzt im Speziellen die Sonderausstellung Tropenwelt, Karibik, Freibeuter und Lebensräume. Die Botanika liegt im Herzen des Rhododendronparks in Bremen und die Pflanzenwelt Asiens wird in großen Schaugewächshäusern dargestellt, speziell dann die Rhododendronwelt auch und deren Begleitflora. In der Sonderausstellung versuchen wir im Sommer andere Bereiche der Welt zu zeigen. Also letztes Jahr war es der Wilde Westen mit Amerika und jetzt ist es halt die Karibik. Als Rahmen haben wir dort eine Kulisse aufgebaut mit Dorfcharakter, mit Palmen, mit Sand, mit Liegestühlen, Floß, Nutzpflanzen, wie Kaffee, Tabak, Rohrzucker, aber im Mittelpunkt steht eigentlich die Orchideen und die Bromelien aus der Region. Und nebenbei haben wir auch noch Tiere dort, um halt das Ganze abzurunden. Und so diese drei Sachen, die wir halt in den großen Schaugewächshäusern haben mit Asien, das versuchen wir in den kleinen Sonnenausstellungen auch wieder aufzufangen, dass wir halt immer ein Thema haben, wo wir halt auf den Menschen eingehen. Jetzt bei der Karibik wäre es dann halt Freibeuter oder halt Kolonialzeit und die passenden Tiere, die dort vorkommen und auch die Pflanzen, die natürlich bei uns im wissenschaftlichen Mittelpunkt stehen.